Und wir schalten in die Türkei zu Markus Rosch, unserem Korrespondenten dort vor Ort. Erst einmal die Frage, ist alles ruhig geblieben? Das war so ein bisschen die Sorge, dass sich da irgendwelche Proteste und Ausschreitungen ereignen. Ja, es ist sehr ruhig geblieben, aus dem einfachen Grund auch, weil beide Parteien nicht wussten, wie sie mit diesem Wahlergebnis umgehen sollten. Ist es jetzt eine Niederlage oder ein Sieg? Hier in Ankara, wo ich stehe, hinter mir die AKP-Zentrale, da sind gestern Tausende von Anhängern hergekarrt worden, in der Nacht noch. Und die haben ihren Präsidenten gefeiert, aber es war eher eine leise Feier, wenn man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht und wie es auch in den Stichwahlen in 2 Wochen, so sie denn kommen, aussehen wird vom Ergebnis. Also wir müssen jetzt, Stand jetzt, ich weiß nicht, ob Sie noch mal neuere Zahlen haben als die, die wir hier vorliegen haben, davon ausgehen, dass es zu einer Stichwahl kommt, richtig? Also was wir jetzt gerade aktualisiert haben, sind 99% der Wahlurnen sind geöffnet und Erdogan liegt knapp über 49%. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass er noch über 50% kommt. Das heißt, und darauf richten sich auch die Parteien ein, das haben sie auch gestern Abend schon gesagt, beide Kandidaten, Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP und Erdogan erwartet von der AKP, sie erwarten eine Stichwahl in 2 Wochen. Ja, ist auch die Frage, ob man jeweils anerkennt, auch in den einzelnen Wahllokalen, dass da richtig ausgezählt worden ist. Da gab es ja schon Berichte darüber, dass beispielsweise Erdogans Leute gesagt haben, das akzeptieren wir nicht, da muss wieder nachgezählt werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Also was wir hören, vor allem in CHP-Hochburgen, haben die Anhänger Erdogans das Ergebnis angezweifelt. Das heißt, es muss nochmal neu ausgezählt werden in einigen. Aber das scheint jetzt nicht signifikante Auswirkungen auf das Wahlergebnis zu haben. Auch die Wahlbeobachter von OSZE und Europarat sagen, dass diese Wahl demokratisch war, dass es Unregelmäßigkeiten war, aber dass es im kleineren Bereich Unregelmäßigkeit gegeben hat, aber dass alles im Prinzip in Ordnung gelaufen ist. Also es war eine demokratische Wahl sicherlich, aber keine faire, weil Erdogan natürlich seinen gesamten Machtapparat eingesetzt hat, auch im Vorfeld. Ja, natürlich, das ist ein Punkt, der da in das Ganze reinspielt, aber den kann man nicht einfach wegdividieren. Aber von 49,4 zu 50 oder 50,1 ist auch nicht der Weg so weit. Wir warten das mal noch gemeinsam ab. Ein bisschen klarer ist das Ergebnis bei der Parlamentswahl, oder? In der Tat, ja. Es scheint so, dass die AKP und ihr Koalitionspartner, die MHP, die Mehrheit der Sitze im Parlament haben. Sie haben zwar deutlich verloren gegenüber der Wahl vor 5 Jahren, aber sie haben die Mehrheit. Das heißt, dass ein zukünftiger Präsident, auch wenn er Kemal Kılıçdaroğlu heißen würde, es schwierig haben wird zu regieren. Also er braucht das Parlament, um Gesetze durchzubringen. Er wollte ja auch das Präsidialsystem auflösen. Dazu braucht er eine große Mehrheit. Die hat er nicht im Parlament. Er kann es zwar auflösen, falls er Präsident ist, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also die Türkei steht vor unruhigen Wochen, vielleicht auch vor unruhigen Jahren. Die politische Landschaft hat sich auf alle Fälle durcheinander gewürfelt. Ja, aber auch halbiert, kann man ja sagen. Da steht ja quasi halbe auf dem Tableau, wenn man guckt, Kılıçdaroğlu und Erdogan ja im Grunde genommen so nah beieinander, dass man da keinen wirklichen Trend ablesen kann. War denn im Vorfeld dieses Kopf-an-Kopf-Rennen in der Weise wirklich abzusehen, dass nicht so klar erstens ein Sieg für Erdogan dasteht und ein nicht so klar ein Sieg der Opposition, wo ja doch gerade in den vergangenen Monaten, ich sage nur Stichwort Erdbeben, die politische Stimmung ein bisschen anders war? Die politische Stimmung war ein bisschen anders, in der Tat. Aber wenn man den Wahlkampf genau beobachtet hat, und wir waren ja auf sehr vielen Veranstaltungen, haben viele Kandidaten begleitet, das Land war in der Tat gespalten. Also es gab zwar bei der Opposition eine große Aufbruchsstimmung, klar, sie hat mobilisiert, aber es gab auch Erdogan-Anhänger, viele Erdogan-Anhänger, die gesagt haben, unser Präsident hat alles richtig gemacht, wir haben ihm viel zu verdanken, wir wählen ihn weiter. Also es geht ein Spalt durch die Gesellschaft. Man sieht es auch in der Karte der Wahlen, also der Westen wählt Kılıçdaroğlu, der Osten auch, die Mitte, das weite Land wählt Erdogan, und da hat sich auch wenig geändert. Also dieses Land ist nach diesem sehr harten Wahlkampf gespalten. Und es wird auch so bleiben, selbst das Erdbeben, wo man ja in den ersten 3 Tagen der Regierung große Managementfehler vorgeworfen hat, hat sich nicht signifikant auf das Wahlergebnis
ausgewirkt, weil viele Leute auch dort gesagt haben, ja, es ist ein bisschen schief gelaufen, aber dann hat der Präsident alles gemacht. Also es ist eine schwierige, gespaltene Situation hier in der Türkei. Es stehen zwei etwa gleich starke Lager sich gegenüber. Ja, ich danke für die frischen Einschätzungen aus der Türkei. Markus Rosch. Und wir vertiefen es hier im Studio mit Professor Burak Çopur. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Der Politikwissenschaftler schaut jetzt drauf, gemeinsam mit mir. Also man hat im Westen gehofft, dass es nicht reicht für Erdogan als Präsident. Jetzt sieht es allerdings so aus, dass er mit der Nase vorn sitzt. Ungefähr 5% sogar drüber, wenn die Zahlen so verlässlich sind, die wir jetzt aktuell haben. Erdogan zieht doch. Tatsächlich, Erdogan zieht doch. Wir haben gesehen, dass sein Bündnis von Islamisten, Rechtsextremisten, aber auch sozusagen von Rechtsextremisten, eben wie die Grauen Wölfe, tatsächlich hier verfangen hat in der Bevölkerung. Es ist eine Anti-Frauen-, Anti-Kurden- und auch eine Anti-Flüchtling- und Anti-Homosexuellen Bündnis gewesen, das sozusagen eher auf Hass und Hetze aus war. Und das hat tatsächlich verfangen. Der große Sieger dieses Abends ist der Rechtsextremismus und der Islamismus in der Türkei. Und die Opposition hat gesagt, wir schaffen das. Jetzt ist die letzte Stunde für Erdogan als Präsident. Ist damit ja nun wirklich auch relativ deutlich gescheitert. Man hätte ja richtig drüber liegen müssen, oder? Richtig. Und das ist nicht passiert. Das zeigt auch, dass hier dass Präsident Erdogan schon einen Teilsieg errungen hat, nämlich er ist zwar im ersten Wahlgang, hat er den ersten Wahlgang nicht sozusagen gewinnen können, aber... Nicht in der, Mehrheit, nicht in der absoluten genau, Mehrheit, aber der ich meine, er ist kurz drunter. Genau, er ist kurz dafür, deswegen sage ich Teilsieg. Er ist sozusagen der stärkste Kandidat, er wird von der Pool-Position auch starten, er wird seinen Amtsbonus auch nutzen und auch versuchen, die Wählerinnen und Wähler des rechtsextremistischen Präsidentschaftskandidaten Sinan Oğan zu gewinnen. Und die stehen sich ja auch sehr nahe, die rechtsextremistischen Wählerinnen des Präsidentschaftskandidaten Sinan Oğan zum Erdogan-Regime, das ja schon die rechtsextremisten Grauen Wölfe ja quasi in dieser Opposition, in dieser Koalition hat. Und Sinan Oğan und Ümit Özdağ, die beiden Köpfe dieses Bündnisses der Rechtsextremisten, sind ja auch ehemalige MHPler, sozusagen, sie stammen aus der Grauen Wölfe-Bewegung ab. Also der Blick des Westens auf die Türkei, ist da viel Wunschdenken? Vielleicht haben wir auch die rosarote Brille die ganze Zeit aufgehabt und haben gedacht, so wie wir uns das denken, so ist die Türkei. So ist die Türkei nicht. Wie ist sie denn? Ja, wir haben gesehen, dass hier islamisch-konservative Werte, der Nationalismus, Rechtsextremismus, also auch das Schüren von Angst gegenüber Flüchtlingen doch verfangen hat, also mit 5%. Man hat auch gesehen bei den Wahlen, dass selbst oppositionelle Wähler der ultranationalistischen IYİ-Partei nicht sozusagen für Kemal Kılıçdaroğlu gestimmt haben, sondern eben für Sinan Oğan. Das heißt, das kam wohl an in der Bevölkerung. Und mit Blick auf die Erdbebengebiete sehen wir ja auch, dass in den von zehn Erdbebenstädten Präsident Erdogan hier doppelt so viel Stimmen erhalten hat wie Kemal Kılıçdaroğlu. Das ist sozusagen ja auch ein wenig sozusagen verwundernd, wie das passieren kann. Ja, aber da sind Sie als Politikwissenschaftler gefragt. Verwundern tun wir uns als Zuschauer. Sie sagen, warum kann das an Erdogan dort so reißen? Was ist der Punkt, dass die Leute sagen, nee, der kriegt meine Stimme? Ja, letztlich eben einerseits diese ideologische Nähe, auch die Terroristenkarte hat gezogen, dass er nämlich die Opposition an den Rand des Terrorismus sozusagen immer wieder gebracht hat. Das hat angeblich verfangen. Die Themen gegenüber den Homosexuellen, aber auch gegenüber den Kurden und Frauen, das war das, was die Bevölkerung wohl in den Erdbebengebieten überzeugt hat. Und letztlich auch, dass die Menschen vor Ort die Hilfe, die er angeboten hat, in dieser Krise angenommen hat und die sich, glaube ich, denken, dass nur Präsident Erdogan sie aus dieser Erdbebenkatastrophe wieder herausführen kann. Hat er geschickt eingefädelt, die Angelegenheit. Wir betrachten es mal nochmal umgekehrt im Blick. Die Opposition ist ja die Opposition, aber sie ist ja so stark,
dass ja auch ein zukünftiger Präsident Erdogan, wenn es denn darauf hinaus liefe, nach der Stichwahl, sich mit einer sehr gefestigten Opposition, einem relativ massiven Block konfrontiert sehen muss. Das wird ihn nicht freuen. Wird das Regieren für ihn dann leichter oder schwieriger? Auch mit Blick auf die Parlamentswahl, die ja parallel laufen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das etwas anders sehen. Dass Präsident Erdogan wird, wenn er jetzt die Stichwahl sozusagen in 2 Wochen für sich entscheiden wird, wovon man derzeit ausgehen kann, weil er eben aus dieser Pool-Position aus starten wird. Er kann Sinan Oğan und seinen Anhängern sehr viele Angebote machen, also Innenministerium, stellvertretender Präsident, Amt des stellvertretenden Präsidenten. Diese Angebote kann er den Wählerinnen und Wählern von Sinan Oğan, aber auch Sinan Oğan und Professor Ümit Özdağ machen und kann natürlich die 2-3%, er braucht ja nicht viel, 2-3% sozusagen für sich gewinnen. Und die Opposition wird es schwer haben, in dieser, selbst wenn Kemal Kılıçdaroğlu jetzt die Stichwahl für sich entscheiden würde, schwer haben in dieser doppelkopfartigen sozusagen System, wo Kemal Kılıçdaroğlu die Macht hat als Staatspräsident und Recep Tayyip Erdogan die sozusagen politische Mehrheit im Parlament, kann er auch nicht sein Wahlversprechen zurück zur parlamentarischen Demokratie letztlich umsetzen. Und Präsident Erdogan wird jetzt in den nächsten 2 Wochen immer wieder propagieren, wir brauchen eine Führung aus einer Hand, wir brauchen keine parallelen Strukturen, das wird das Land destabilisieren, wir brauchen mehr Sicherheit. Das wird die Karte sein, die er ausspielen wird.